Servus Leute, ja, ich möchte heute den kleine Geheimnisse-Tag mit euch machen. Ja, ich habe den neulich bei Everyday Less gesehen und mir den mal vorgemerkt, den muss ich unbedingt mal machen. Die Fragen, ja, die meisten habe ich schon wieder vergessen, aber umso besser, ja, denn da kann man ein bisschen spontaner auf die Fragen reagieren. Ja, eben kleine Geheimnisse. Ich denke mal, vielleicht könnte einen so mal ein bisschen besser kennenlernen oder irgendwie so. Je nachdem, was hier jetzt für Fragen kommen. Ich glaube, es sind 15 Fragen insgesamt. Und ja, fangen wir mal mit der ersten an. Die erste Frage ist, welchen Sinn würdest du am wenigsten vermissen? Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Boah. Oh, sehen. Ich muss lesen. Also von dem her. Riechen und schmecken. Ich esse zu gern. Und riechen und schmecken muss man dazu echt können. Fühlen. Ja. Ohne fühlen. Ah, das geht gar nicht. Ohne hören. Ich höre so gern Musik. Aber ich glaube, am ehesten könnte ich, glaube ich, auf hören verzichten. Auch wenn das unheimlich erschreckende Vorstellung ist. Ja. Zweitens, hast du noch geliebte Kuscheltiere aus der Kindheit? Nee, aber ich hätte sie gern. Also, ja, irgendwann ist eins meiner Kuscheltiere, das war so, ja, so ein Hund. Ein Hund war das, ja. Der ist weggeschmissen worden, weil er halt irgendwie, er war halt alt. Aber ich hätte ihn gern behalten, aber naja, irgendwie und fort war er. Drittens, was wolltest du als Kind werden? Boah, was wollte ich als Kind werden? Vieles. Aber ich kann mich so erinnern, ich wollte immer irgendwie Pilot früher werden, aber ja, ist nie dazu gekommen. Alles mit Flugzeugen, so, ja, fand ich faszinierend. Aber ja, spielt halt manchmal anders. Viertens, hast du Piercings oder Tattoos? Wenn ja, an welcher Stelle? Nee, weder Piercings noch Tattoos. Fünftens, bei welchem Buch oder Film hast du als letztes geweint? Boah. Film oder Buch? Boah. Ja, mir kommen immer irgendwie bei einer bestimmten Stelle, bei Forrest Gump, da schießen mir immer irgendwie die Tränen in die Augen, weil die ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen überhaupt in der ganzen Filmgeschichte, als Forrest Gump zu Jenny sagt, ich bin vielleicht kein schlauer Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Und das ist so, ja, so emotional und ich finde es immer wieder toll. Ist auch mit mein absoluter Lieblingsfilm, Forrest Gump. Ja. Was haben wir denn?
Siebtens, wenn du eine kostenlose Schönheits-OP bekommen würdest, würdest du es tun? Und wenn ja, was würdest du an dir verändern lassen? Boah! Kostenlose Schönheits-OP. Kostenlose Schönheits-OP. Vielleicht ein bisschen Fett absaugen oder irgendwie so, oder die Nase. Ich habe ein bisschen hier krumme Nase und so, das vielleicht mal ein bisschen richten. Wurde am früher zu oft draufgeschlagen. Vielleicht die Nase. Nasenkorrektur irgendwie ist da. Ja, aber ansonsten, Nasenkorrektur, Fett absaugen, sowas. Achtens, bei welcher Süßigkeit wirst du schwach und willenlos? Bei gar keiner, ehrlich gesagt. Nö. Also ich esse schon mal ganz gern was Süßes oder irgendwie so, aber ja, dass ich jetzt sage, boah, das und nur noch, nö, also ich bin kein Sohn Süße, also dass ich jetzt da schwach und willenlos werden würde. Neuntens, bist du auf etwas besonders stolz? Nö, eigentlich nicht wirklich. Ich mag das Wort Stolz schon mal irgendwie generell nicht. Stolz auf irgendwas und auf was ich irgendwie gemacht habe, schon gleich gar nicht. Irgendwie so, ich kann mich freuen über irgendwas, ja, aber dann so stolz drauf. Sein auf irgendwas, was ich jetzt oder was jemand anderes oder irgendwie so, das liegt mir nicht, das Stolz auf irgendwas, das, nö, ich freue mich dann über irgendwas oder für jemanden, aber Stolz, nee, das ist ja nicht so meins. Hast du Narben? Ja, ich habe einige Narben. Ich habe einige Narben am Knie. Ich habe eine Operationsnarbe am Rücken. L5S1, falls ihr euch auskennt. Da bin ich nämlich an der Bandscheibe operiert. Und ich bin hier an der Schulter operiert. Ich habe hier so eine riesen Narbe an der Schulter. Ich habe hier an der Augenbraue ziemlich lange Narbe. Die fällt gar nicht so sehr auf, aber die geht tatsächlich von hier angefangen bis hier. Ja, wenn man mal eine drauf kriegt. Ne? Ja. Und ich habe riesig große, die zeige ich euch lieber nicht, Blinddarmnarbe. Denn ich bin, ich sage immer, ich bin zweimal am Blinddarm operiert worden. Bei der ersten OP kam er raus und bei der zweiten wurden dann die Komplikationen behandelt. Und da hatte ich ganz schön lange dran zu kämpfen mit einem offenen Bauch und ziemlich im Bauchraum entzündet und so. Es war gar nicht so easy als 10-Jähriger. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo eine Macke. Und ja, aber das waren so wohl die großen, die größeren Narben.
11. Frostbeule oder Bunsenbrenner. Hast du größere Probleme mit Hitze oder Kälte? Also mit Kälte hält sich eigentlich in Grenzen. Ich bin kein so ultra kälteempfindlicher Mensch. Allerdings muss ich ehrlich gesagt zugeben, zu viel Hitze, das macht mich echt die letzten Jahre total fertig. 2015 den Sommer mit Temperaturen an die 40 Grad, das ging gar nicht. Also da war ich schon fast deliriumsmäßig komatös irgendwie. Also Hitze, so richtig 40 Grad, irgendwie sowas. Ich könnte nie in so ein Land in Urlaub gehen, wo irgendwie 40 Grad Hitze ist. Das wird mich töten, glaube ich. Aber Kälte, ja, schmerzt nicht ganz so viel aus. 12. Hast du einen Kosenamen? eigentlich nur einen Kosenamen. Ich wurde früher immer Bärchen genannt. Ja. 13. Hast du schon mal eine berühmte Person getroffen bzw. kennengelernt? Wenn ja, wen? Also die berühmteste Person, die ich jemals in meinem Leben persönlich so kennengelernt habe, war wohl Robbie Williams. Robbie Williams mit Abstand. War richtig, richtig cooles Treffen in London, in Camden Town damals. Da hat er für Channel 4 als Gastmoderator des Frühstücksfernsehens mit moderiert und war deswegen in London. Und ich war halt in London, weil wir halt in England waren, Urlaub. Und da latscht man so ganz gemütlich durch London in Camden Town und sieht dann plötzlich, oder vielmehr ich habe die Stimme erkannt, an einem Schuhgeschäft, wie jemand an so einem Schuhladen steht am Eingang und sich gerade noch mit dem Ladeninhaber oder mit irgendeinem Verkäufer unterhält. Und ich drehe mich so nach der Stimme um und sehe plötzlich Robbie Williams da stehen. Dann er weg und wir hinterher und haben dann Entschuldigung und Mr. Williams, please can we have an autograph? Ganz freundlich nach dem Autogramm gefragt und haben uns dann tatsächlich, also meine Schwester war da noch mit dabei, ganz schön lange Zeit eigentlich mit Robbie Williams dann mitten auf der Straße unterhalten und hatten da ganz cooles Gespräch eigentlich, bis dann nach gefühlt einer Viertelstunde plötzlich Passanten oder eben Kids auf uns aufmerksam wurden. Er hat sich dann tatsächlich noch bei uns entschuldigt und sich für das nette Gespräch bedankt und ist dann in einen Supermarkt geflüchtet und die Meute dann hinterher und wir noch ganz verdattert vor dem Supermarkt gestanden und so, was ging jetzt hier gerade ab? Und haben dann noch gesehen, wie er aus dem Hinterausgang vom Supermarkt rausgeflüchtet ist. Und wir standen immer noch vorne auf der Straße und was ist jetzt hier passiert? Das war ein cooles Erlebnis.
plötzlich Robbie Williams gegenüber zu stehen. Ja, das, ja. Ja, das war schon so für mich der berühmteste irgendwie. Dann kommen wir zu 14. Bist du ein Buchkuschler inklusive Streicheln, dran riechen und betrachten? Schuldig. Ja, ich bin tatsächlich Buchkuschler. Also ich fühle das ganze Buch und dann dran riechen und fühlen und die Seiten durchblättern. So. Ringe. Oh, toll. Ja, Mann, es ist halt so. 15. Für welche Eigenschaft an dir erhältst du oft Komplimente? Jeden Scheiß zum haben. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Das ist vielleicht so das Einzige. Mit mir kann man viel Blödsinn machen. So, glaube ich. Aber jetzt direkt Komplimente. Ja, keine Ahnung. Wüsste jetzt nicht. Ja, wenn, dann überhöre ich sowas irgendwie. Ja, das waren die 15 kleinen Geheimnisse, wenn man sie so nennen kann. Wen tag ich? Ich tag generell irgendwie immer die Bücher Nixon. Meine Bücher Nixon, die tag ich. Ich tag die Leseeule Theresa, ich tag die Luisa, das Bücherregal und Nick, den Buchtoaster. Irgendwie tag ich euch am liebsten nicht. Ich, keine Ahnung. Euch tag ich. Und in diesem Sinne, kleine Geheimnisse. War das jetzt hier? Egal, lest mal wieder was. Ciao.